Frau Dr. Beate Frank, Sportwissenschaftlerin. Zusammen mit dem Sportbund Rheinland hat sie einfache sportliche Übungen mit Gegenständen des Alltags entwickelt, um Senioren fit zu halten. Alle Übungen können während des normalen Tagesablaufs vorgenommen werden, zum Beispiel bei einer Bahnfahrt. Und zwar nicht nur im Salonwagen von Hitlers Propagandaminister im Koblenzer Eisenbahnmuseum, sondern auch in modernen Zügen. Als kleines Aufwärmen für unsere Fitnessübungen im Zugabteil, damals wie heute, können wir vielleicht damit anfangen, dass Sie sich erstmal so bequem hinsetzen, erstmal so versuchen, Ihren Körper wahrzunehmen. Aha, wie berühren die Pobacken den Sitz, wie berühren die Fußsohlen den Boden, wie berührt der Rücken die Rückenlehne. Und dann, wenn Sie Ihren Körper so wahrgenommen haben und dann mal mit dem Atem arbeiten, den Atem wahrnehmen, vielleicht über die Ausatmung anfangen, ausatmen, der Einatmen kommt von alleine, einfach den Atem wahrnehmen, ohne ihn zu verändern. Und wenn Sie das so haben, wenn Sie so bei sich so angekommen sind, und dann fangen Sie an mit ganz leichten Übungen. Und zwar können Sie einfach mal mit den Zehen wackeln. Wenn Sie mit den Zehen gewackelt haben, können Sie mal so die Beine wippen von der Fußspitze bis zur Ferse. Oh, dann können Sie auch mal schauen, Außenrand, Innenrand, naja, geht es auch. Oh, und vielleicht können Sie auch mal die Beine so etwas anheben. Mhm. Probieren Sie auch mal aus, wie das ist, mit Fußspitzen noch anheben. Und jetzt vielleicht auch mal darauf achten, was macht Ihr Bauch. Vielleicht mal Schultern ganz gerade hinsetzen und jetzt bewusst nach vorne, ganz gerade, Schultern hängen lassen, Bauch etwas einziehen vielleicht, ohne mit dem Atem zu stoppen und vorwärts, ja, rückwärts. Ach, vielleicht geht auch seitlich. Ach, das ist ja interessant. Auch seitlich geht, super. Ah, schön, jetzt können Sie ein bisschen herruckeln. Na, sieht sich immer noch bequem. Jetzt noch mal schauen, ob Sie aus dieser Position aufstellen können. Vielleicht mal etwas vorrücken und jetzt aufstützen und mit geradem Rücken aufrichten. Und wieder hinsetzen und aufstehen und hinsetzen. Sie werden das jetzt im Oberschenkel spüren, Oberschenkel, Vorderseite und hinsetzen. Und achten Sie darauf, dass diese Bewegung gleichmäßig ist. Also aufstehen, genauso schnell wie absenken. Könnten Sie auch blumsen lassen. Ups, ah ja. Vielleicht mal den Kopf dehnen, also beziehungsweise die Nackenmuskulatur dehnen. Ah, nochmal nach vorne. In Ihrem Tempo, so ganz langsam. Nach vorne. Ah, oh, und da mal so richtig so, ja, so in die Dehnung reingehen. Ja, super. Oh, und wenn Sie wieder glauben, Sie sind fit, um mit den Fingern weiterzumachen, können Sie so mal machen. Aha, auseinanderziehen, ineinanderhaken, auseinanderziehen. Oder zusammendrücken. Das hat damals in der Bravo schon Dr. Sommer uns empfohlen für eine straffe Brust. Okay, und wenn es auch wieder genügt, isometrische Übungen, dagegen drücken, Schultern unten lassen, dann wieder lockern. Damals hätte sie der Propagandaminister vielleicht sogar in seinen Salon eingeladen. Doch Vorsicht, wer weiß, wo sie gelandet wären. Und wenn Sie damals mit dem Reichspropagandaminister unterwegs gewesen wären, dann hätten Sie sich auch warm machen können beim Kohleschippen.